Nun, ich denke, ein Tisch wäre angemessen, nicht wahr? Aber sicher. Und ich würde sie dann huldvoll leiten durch diesen Innenhof zu dem Restaurant. Essbereich? Ja. Könnt euch da hinsetzen. Über euch öffnet sich dann das Ganze zu mehreren Stockwerken. Einige Galerien, wo dann wohl die Hotelgäste dann auch eben wohnen können. Und dann von unten oder von oben und von der Galerie dann auch zu euch hinunterblicken könnten, wenn sie dann eben an den Zimmern entlang der Galerie spazieren würden. Und über euch noch ein gewaltiges Glasdach. Also man kann tatsächlich dann eben auch den Sonnenhimmel genießen. Man wäre aber auch vor dem Regen geschützt. Also es ist einfach nur... Ja, von einer ganz anderen Qualität. Das kennt vor allem Abelmir sonst nur aus dem Horasreich und Sulamin wahrscheinlich gar nicht. Wirklich ein sehr ansprechendes Ambiente. Ich gestehe, ich hatte mit Rafim gewettet, dass wir euch hier finden würden. Ja, das wäre so eine wirklich passable Unterkunft, statt dieses nun Schiffes. Aber nun ja, ohne Schiffskasse gibt das leider vermutlich nicht der. Aber wir wollen jetzt diese Stunde genießen. Garçon? Ich komme. Ja, es kommt dann ein Sklave zu euch, der wohl aber auch etwas besser aussieht. Also jetzt natürlich dann gut gepflegt. Dass er ein Sklave ist, erkennt man dann wohl nur an der Tätowierung. Und kommt dann zu euch hin und fragt euch dann, ja, was kann ich euch bringen? Nun, was gibt die Karte her? Was können wir empfehlen für heute? Nun, ein zweites Frühstück. Wir haben sicherlich etwas von den Boron-Schattengewürzen, wenn ihr mögt. Dazu verschiedene Fleischsorten, natürlich importierter Pfau aus Aranien, aber wir können natürlich auch alle anderen Speisen bringen lassen. Etwas Tigerfleisch vielleicht? Am liebsten nur eine Kleinigkeit, aber gerne eine lokale Spezialität, vielleicht nicht unbedingt Tiger. Dann eine Krokodilsuppe. Krokodil, interessant. Ich hatte diese Lasche lange nicht mehr. Hatte ich eigentlich schon. Ich war schon einmal hier am Anfang. Ach, tatsächlich? Ja. Gewartet. Habt ihr und Rafim euch nicht hier kennengelernt oder war das in Gareth? Ja, wir hatten uns hier kennengelernt. Eine wirklich spannende Geschichte, aber. Nun ja. Es ist, wie gesagt, einige Jahre her. Ach, eine wirklich interessante Geschichte, könnte man sagen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Wir nehmen die Krokodilsuppe zweimal und nun vielleicht einen leichten, verdünnten aranischen Schlauchwein. Selbstverständlich, der Herr. Was hat euch damals hierher verschlagen? Eure Studien? Nun ja, meine Studien, so könnte man das sagen, ja, in der Tat. Nun, ich kam nicht weiter in meinem Studium und nun ja, ich dachte mir, wo könnte ich etwas Neues lernen? Und nun ja... So gelangte ich hierher und auf der Forschung nach ein bisschen Thesen. Leider nahm es ein unrühmliches Ende, wie ihr wisst. Die Weiße Gilde ist noch sehr nachtragend, was das Studium in anderen Gilden betrifft. Ich würde das nicht als unrühmliches Ende bezeichnen. Nun, ihr habt endlich all diese Regularien abgestreift und konntet euch frei entfalten und unter diesen Voraussetzungen habt ihr nun ja auch eure Magusarbeit vollenden können. Ja, der Preis war allerdings hoch. Ich denke, im Horasreich dürfte ich mich nicht mehr sehen lassen und meine Familie, ach, reden wir nicht mehr davon. Nun... Wann kommt denn nicht der Sklave mit dem Krokodilsuppe? Nun, ich denke, er möchte uns ein wenig Zeit geben, um uns zu unterhalten. Man ist ja nicht nur zum Essen hier. Eine interessante Architektur. Seht ihr dieses Glasdach? Sehr, sehr schön. Man kann unter dem freien Himmel speisen oder den Elementen ausgesetzt sein. Das hält unglaublich. Und ja, seht ihr diese feinen Verstrebungen dort? Die sind wohl aus Metallverstrebungen, die das Glasdach wohl halten. Seht ihr dort und dort diese Stützen? Dort sind sie aufgelagert. Faszinierend. Ja, ob wir so etwas auch in unserer Villa in unserer Villa installieren könnten?
Mich erinnert das ein bisschen an die Glasfensterchen im Tempel der himmlischen Stute in Janka. Aber nun ja, ich denke, der Architekt damals hatte wohl so etwas im Sinn, aber er konnte es baulich nicht realisieren. Deswegen sind das nur kleine Fensterchen. Man könnte einen interessanten Effekt erzielen, wenn man das Glas noch farbig gestalten würde. Und je nach Sonneneinfall könnte man interessante Muster erzeugen. Ah, Monsieur Morenes, schön, dass ich in diese Etablissement treffe. Was ist? Ich guck mich, warum das ist. Ja, Jacques Deco Kuslik ist wohl gerade zum Eingang hereinspaziert und kommt auf euch zu, gleich mit ausgestreckter Hand und hat wohl auch eine Visitenkarte in der anderen, die er dann auch gleich damit zusteckt. Ah, Jack, habt ihr schon gegessen? Na, sicherlich habe ich gegessen. Bin auf geschäftliche Termine. Hier kann man die besten, exquisitesten Geschäfte abwickeln, ne? Weshalb seid ihr hier? Ihr seid auch hier, um das große Geld zu machen, ne? Nun, wir dachten hier zu speisen, um nun ja die Qualität der Küche zu testen. Ah, sie ist exquisit, fast wie im Oras-Reich. Denn wir sind auch ein wenig dazu da, um Geld auszugeben. Ah, da kann ich euch weiterhelfen. Wollt ihr investieren? Ich habe immer etwas. Ich habe eine Gelddruckmaschine entwickelt. Darf ich mich setzen? Natürlich. Ja, er hat wohl noch so etwas wie ein Rucksack, ist es nicht wirklich. Es sieht so aus wie ein hartschaliger Rucksack, den er dann absetzt und dann eine Maschine herausholt mit mehreren Walzen und holt dann einen Wechsel heraus. Seht ihr? Wie wollt ihr denn Geld drucken? Seht ihr, das ist. Münzen nicht geprägt? Na, das ist ja das absolut Geniale. Seht ihr, hier ist dann ein Wechsel von der Eurasischen Bank. Man kann aber auch beliebige andere nehmen. Zum Beispiel hier die von der Zornbrecht, von der Störrebrand. Beliebige andere Band, auch die Bochenländische. Es funktioniert alles. So, seht ihr, hier dieser Scheck. Ihr könnt die Zahlen hier drauf erkennen und erst ausgestellt über 5 Dukaten, ja. Er ist natürlich noch leer, aber ihr könnt ihn hier einschieben in dieses kleine Wälzchen. Und wenn ich jetzt hier an dieser Kugel drehe, seht ihr, es funktioniert. Er dreht an der Kugel und der Wechsel verschwindet. Und währenddessen könnt ihr sehen, wie er auf der unteren Seite wieder rauskommt. Und aus den 5 Dukaten sind 50 Dukaten geworden. Nun, Chuck. Wollen wir wirklich das hier besprechen, in dieser gemütlichen Atmosphäre? Ich habe keine Geheimnisse, Monsieur Abelmirte Morenes. Wir schon, aber wie gesagt, man speist nicht dort, wo man nun ja arbeitet. Ach, ihr wolltet noch etwas. Ich rieche schon, dort kommt die Krokodilsuppe, sehr gut. Ich habe nie ganz verstanden, warum die Leute auf diese kleinen Zettelchen vertrauen. Ich meine, es funktioniert offensichtlich. Aber nun ja, eine feste Goldmünze ist nun doch ein wenig was anderes. Ja, aber der große Vorteil ist, dass wir hier direkt die Börse um zwei Ecken verteilt haben. Ne? Seht ihr, ich verkaufe euch diese Maschine und sie kann euch binnen weniger Stunden, ja, könnt ihr aus diesen 5 Dukaten, steckt einfach einen Wechsel ein, ihr haltet 50 raus. Ich verkaufe euch diese Maschine für sagenhaft, sagen wir, 200 Dukaten. Ihr seid eine gemachte Dame. Nein, danke. 200 Dukaten. Und wie funktioniert das so für euch? Ausgezeichnet. Ich bin so reich, dass ich etwas davon abgeben mag, eh? Ja, gewiss. Ihr wisst gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Seht doch, dass es funktioniert. Der Fünfer, es ist sogar die gleiche Seriennummer. Ja, ist das nicht eher schlecht? Abelmir, ihr kennt euch besser mit so etwas aus. Nun ja, sowas nennt man Dokumentenfälschung. Im Horasreich würde man dafür gehängt werden. Es ist immer noch der gleiche Schein. Das ist doch das Tolle. Es ist eine Fälschung. No, Monsieur, der Schein ist echt. Ihr könnt es gerne... Die Summe ist falsch. Oh, Monsieur. Vielleicht solltet ihr euch, nun ja, vielleicht woanders eure Kunden suchen. Er schaut so mal ein bisschen, Abelmir hat da sowieso schon abgeschrieben, er schaut noch mal ein bisschen zu Zulamin rüber.
Nun, dann lass es mich anders sagen. Ich habe ein großes Geschäft, ja? Und dieses Geschäft basiert darauf, dass wir diese Maschinen verkaufen. Aber was haltet ihr davon, wenn ihr nicht diese Maschine kauft, sondern ihr bekommt von mir verkauft die Lizenz zum Maschinenverkaufen? Das heißt, ihr bekommt von mir selber, sagen wir, 5 Maschinen an die Hand und verkauft diese ebenso weiter. Nein. Jack, ihr verwirrt mich, aber ich glaube, ich würde mich gerne vor solchen Geschäften über die Rechtslage in Al-Anfa informieren, denn hier scheint mir zwar vieles erlaubt zu sein, also gerade so im Vergleich zum Mittelreich, aber... Er packt die Maschine wieder in seinen Haarschalenkoffer. Das kommt mir dann doch ein wenig merkwürdig vor. Ich hatte euch für eine feine, zivilisierte Dame gehalten. Nun droht ihr mir mit dem Recht und Monsieur de Morenes, ihr habt eine Visitenkarte, ihr seid ein Mann von Stand. Und eben darum. Oh, no, no, Monsieur, no, no, ihr seid herablassend. Herablassend, hört ihr? Überdies versteht ihr mich. Wollt ihr nicht auch etwas bestellen? Wir sitzen hier gerade so gemütlich. No, Mademoiselle, ich gehe wieder. Der Tisch ist vergiftet. Ja, mit der Herablassung von hier Morenes. Damit packt er sich seinen Koffer wieder und verschwindet. Lasst euch nicht erwischen. Nun, ich fürchte, diesen Kerl werden wir bald wohl am Galgen sehen hier. Oder Schlimmeres. Ich weiß nicht, was das Rechtssystem hier in Al-Anfa sagt, aber nun ja. Ich weiß, was die meisten Rechtssysteme auf der Erde so dazu sagen würden. Es kann allerdings sein, dass seine Erfindung so neu ist, dass nun das noch nicht vorgesehen ist. Nun ja, ich denke schon, dass die Mata Basari, die Nordlandbank und nun ja das Störerband Kultur und alle anderen Händler, die auf Wechselscheine angewiesen sein. Verzeihen Sie uns die Anwesenheit von diesem Horasia hier. Er kommt jeden Morgen hier rein, hat zwar selber kein Hotel hier, aber seit 2-3 Tagen geht das so. Ja. Warum halt ihr solche Typen nicht fern von hier? Nun, wir haben das Ganze mit dem Hotelier besprochen und solange er nichts Ungesetzliches tut, nun... Nun ja, verkauft Sachen an. Nun ja, Leute, die hier speisen wollen. Wenn das kein nicht ungesetzlich ist, dann weiß ich nicht. Was ich nur herausgefunden habe, das ist der Sklave, der gerade mit euch spricht, was ich nur herausgefunden habe, ist, dass er wohl nicht aus Kuslik kommt, sondern aus Küslik. Das ist eine sehr kleine Insel im Südmeer. Ich verstehe. Küslik. Interessant. Natürlich eine horasische Kolonie, aber... nun, sie ist wirklich küslig und nicht kuslig. Nun, ich bin nicht sicher, ob er wirklich Horasia ist, ob er nicht nur diese Sprache sich angeeignet hat, diesen Akzent. Ach, kuslig, auf diese Idee wäre ich ja nie gekommen. Ich hätte das mit Y geschrieben. Ja, gebt nichts auf solche Leute. Haltet euch fern von ihnen, sie bringen nur Ärger. Wir möchten uns für diese Unannehmlichkeiten entschuldigen. Nun, das ist ja kein Problem. Ist die Suppe schon fertig? Nun, da steht sie. Ah, in der Tat. Ah, vielen Dank. Nun, dann wollen wir dieses Mal genießen, nicht wahr, Salamin? Derweil bei Boltax. Machen wir weiter mit dir. Ja. Ich bin mit Yalan unterwegs. Ja. Und mit Hüvela, ne? Genau. Zu Horun, dem Giftfürsten. Giftfürsten. Dann brauche ich aber vorher eine Gassenwissenprobe. Aber sicher doch. Wir hatten eine grobe Lagebeschreibung bekommen, also nehme ich an, dass sie nicht übermäßig erschwert ist. Nee, nicht übermäßig, aber... boy! Ein Stern reicht mir nicht. Dann möchte ich doch ganz gerne das ganze Ding neu würfeln. Nein, nur die 19. Ja, ich habe ein Chip. 3 Sterne? Das reicht zumindest dafür, dass ihr nicht überfallen werdet. Ja, das ist ja wirklich eine Weile unterwegs. Ja, ihr tastet euch so ein bisschen umher und irgendwo in der Nähe vom Maraskan-Tempel war das doch oder sowas und du bist irgendwie beim Perlenmarkt unterwegs, suchst dich da so ein bisschen vorbei und plötzlich wirst du angesprochen von einer ganzen Traube von Maraskanern. Ah, Bruder, Schwester, Yalan, schön, dass du hier bist, wir haben dich vermisst. Du warst gestern nicht im Tempel, aber wir wussten, wo du bist. Du warst in der Universität, wir haben schon den Klatsch gehört. Bruder, Schwester, Boltag, schön, dass du hier bist und Hüvela Marix.
Schön, ah, euch zu sehen. Idee, wie geht's eigentlich dann an die Nichte, der Neffe, deiner Schwester, deines Tante, deines Onkel? Habt ihr schon gehört, dass wir gestern getanzt haben? Also Bruder, Schwester. Natürlich haben wir das schon erzählt, aber erzähl uns nochmal. Ja, es war wirklich schön. Wir standen am Strand und dann habe ich ein Elementar beschworen und dann haben wir getanzt und die Studiosi haben versucht, den Elementar zu fangen und das war für einige gar nicht so leicht, aber am Ende haben sie es doch geschafft, weil sie verstanden haben, wie das Wasser funktioniert. Und wusstest du, dass Echsen ganz böse sind? Echsen haben das Wasser salzig gemacht. Natürlich sind Echsen böse. Ja, siehst du, Yalan, er versteht es. Derweil bei Diamant ist. Du wolltest zur Universität? Ja, ich wollte zur Universität, um Kanisetjana, oh Gott, den Namen. Kanisetjana. Kanisetjana. Ein Hochheiliger der Hesenekirche. Kanisetjana. Ja, ist ja ein super Name. Ja. Du findest dich dort wieder zurecht, aber ja, doch auch ohne Gassenwissenprobe. Oft warst du noch nicht hier, aber erst vor kurzer Zeit und auch bei Spinnenbein warst du schon. Du hast schon wieder seinen Namen vergessen. Wie hieß er eigentlich mit richtigem Namen? Wer weiß das denn schon? Wer weiß das schon? Ja, Spinnenbein. Er muss Spinnenbein heißen. Und wenn du dich dann durch die verschiedenen Kellern, Fakultäten durcheinander tastest, kannst du dann wieder anklopfen und siehst, dass Spinnenbein dort mit Ganesitiana sitzt und sie sich gerade unterhalten. Sie haben wohl gerade irgendwas zermatscht und sind gerade am Essen. Irgendein Brei, zumindest hoffst du, dass es Brei ist. Aber es stinkt auch ganz entsetzlich. Bist du der Meinung, ob sie diesen Nachttopf jetzt entleert haben? Du weißt es nicht genau. Er steht da immer noch unangetastet. Guten Morgen, Diamantis. Hallo, die Herrschaften. Kanisetjana, wir haben euch auf dem Schiff gemisst. Ich wusste nicht genau. Sollte ich jetzt jeden Morgen da sein? Ich hatte mich verquatscht. Ist es denn schon morgens? Ist es denn schon der Abend durch? Und der Sonnenaufgang ist einige Stunden her. Ja, wie gut, dass wir Kerzen hatten, oder? Und auch wenn ihr hier sicherlich ein schönes Gespräch zu haben scheint und euch auszutauschen wisst, ich bräuchte eure Unterstützung, Kanisetjana, und euren fachkundigen Rat. Worum soll es gehen? Herr Streiterbei. Es geht um die Wundermittelchen, die ihr zu brauen wisst. Um ein spezielles und um euren Expertise. Die Wege der Alchemie, ja. Was soll das denn sein? Etwas Venenik oder Gegenstandselixiere? Elixiere der Tugenden? Was darf es sein? Nun, unter normalen Bedingungen würde ich euch zu einem Einzelgespräch auffordern, aber ich denke, euer Kollege hier verlässt seinen Raum sowieso eher selten und ich werfe mal einen Blick auf den Nachttopf. Aber ich interessiere mich sowieso nicht für eure Gespräche. Geht es um Spinnen? Es geht nicht um Spinnen. Wie viele Sachen. Ja, ich habe schon einiges von Frau Zulamin gelernt bezüglich sozialen Werten. Sollen wir denn nach draußen gehen oder vor die Tür? Und auch wenn mir die Luft hier etwas unbehaglich ist, ich denke, wir können uns hier weiterhin aufhalten. Ich denke auch, dass uns bestimmt Gusbart mit seiner Expertise weiterhelfen kann. Er ist auch ein brillantes Genie. Wenn es auf das richtige Fachgebiet ankommt. Ach, Gusbart, ja richtig. Gut, dass ich wusste, wo der Raum ist. Also, der 1O Jala hat mir ein Elixier empfohlen. Unverwundbarkeitselixier. Sagt euch das was? Ja, selbstverständlich. Nun, wir bräuchten eines. Er holt sich einen kleinen Zettel raus und schreibt was auf. Er hatte mich gewarnt, dass sollte ich zu viel auftragen bei Anwendung dieser, mir ein Fell wachsen könnte. Was habt ihr dazu zu sagen? Es kommt drauf an. Fell, Schuppen, teilweise habe ich sogar schon Federkleider gesehen. Es kommt darauf an, wer es gebraut hat, unter welchen Umständen und wer es getrunken hat. Also ihr wärt in der Lage, dies nach Möglichkeit zu vermeiden. Und dann ist es weniger. Nun, die Qualität sinkt etwas, aber ja, doch, durchaus. Gut, denn das ist sicherlich nicht in unserem Interesse. Das soll unauffällig bleiben.
Ich kenne mich wirklich nicht mit den Wundermittelchen aus, die ihr brauen könnt, aber... Nun, dann sagt mir doch einfach, was ihr vorhabt, dann kann ich euch Empfehlungen geben. Es geht um Alchemiker-Tränke, die in Kämpfen äußerst effektiv sind, die einem die Kampfstärke steigern, vielleicht etwas gewandter machen. Was weiß ich, was alles möglich ist. Ja, selbstverständlich möglich. Ihr könntet auch unsichtbar sein. Was haltet ihr davon? Das wäre sehr unauffällig. Es sollte vielleicht nicht allzu ins Auge treffen, denn bei diesem Kampf werde ich wohl im Mittelpunkt stehen. Und es soll nach Möglichkeit anderen Leuten nicht auffallen, dass ich unter so einen Trank getrunken habe. Ist das denn nachweisbar? Nun, für mich sicherlich. Sollte eure Leiche obduziert werden, würde das ebenso natürlich nachweisbar sein. Ihr wollt wahrscheinlich auch eure Waffen nicht vergiften, oder? Nein, das hatte ich nicht vor. Ich gehe davon aus, meine Waffen werden geprüft. Darf ich dann fragen, gegen was ihr kämpft? Oder gegen wen? Gegen die Todesachse. Das ist eine Achas, korrekt? So wurde mir gesagt. Ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Unterarten gibt, aber Boltax hat von einem Achatz gesprochen. Dann habe ich tatsächlich etwas, was ihr auf die Waffe auftragen könnt und nicht auffällig ist. Und ist das ein Gift oder was ist das? Für Achas schon, für alle anderen nicht. Olivenöl. Tragt Olivenöl auf eure Waffe auf. Olivenöl? Und das hilft? Gegen Achas schon. Welchen Effekt hat das denn? Es ist ein leichtes Nervengift. Interessant. Und wenn ein Achatz damit verwundet wird mit einer solchen Waffe, hat das einen direkten, sichtbaren Effekt, oder? Nein, der Effekt ist klein, aber er ist vorhanden. Interessant. Danke für diesen Rat. Ich werde dem auf jeden Fall nachgehen. In meiner Kajüte liegt auch eine Zoobotanica Aventuria. Dort steht das auch drin. Also wenn ihr euch in dem Kapitel etwas austoben wollt, das ist natürlich schwierig zu recherchieren, weil es dort kein Kapitel über ganz generell Gifte gibt. Aber zumindest gibt es bei dem Kapitel des Olivenöls eine Unterpassage, dass dies ein leichtes Gift gegen Achas ist. Sehr interessant. Bei allem Respekt, aber man muss schon ein Gelehrter sein, um euch, um sich in eurer Kajüte zurechtfinden zu können. Wart ihr in meiner Kajüte? Ja, war ich. Ich habe das Rattenproblem. Ich habe euch doch vom Rattenproblem erzählt. Achso, ich meinte jetzt eher, ob ihr in meiner Kajüte wart heute Nacht, Abend, Morgen? Nein, das war seit unserem letzten Gespräch war ich nicht mehr in eurer Kajüte. Ja, dann müsstet ihr euch da auch nicht zurechtfinden. Das mache ich dann ja. Nein, aber wie gesagt, zur Botanica Aventuria, Seite 199. Oberes rechtes Drittel, der immergrüne Kulturbaum. Der Olivenbaum, Ölbaum. Nickt. Wie viel Zeit würdet ihr benötigen, um dieses, wie nanntet ihr es, Gewandheitselixier und den Unverwundbarkeitstrunk, Trankpaste herzustellen? Sagen wir 2 Tage. 2 Tage. Nun, dann würde ich euch bitten, euch ranzuhalten, denn in 3 Tagen werde ich es brauchen. Ja, dann werden sie fertig sein. Wunderbar, dann war's das von meiner Seite. Seid ihr so gütig und würdet den Nachttopf bitte mitnehmen, wenn ihr nach draußen geht? Nun, sollte ich nochmal herkommen, soll mir nicht der Gestank von Pisse entgegenkommen, also nehme ich den gerne mit. Super. Ja, angeekelt fasse ich an den Nachttopf, schüttel mich einmal, dann packe ich den mit beiden Händen an. Verlasse den Raum, halte den aber ein bisschen weiter weg von mir. Ja. Will nicht nach Pisse stinken, falls mir der irgendwie aus der Hand rutscht. Würfel mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Ach, das ist doch ganz klar Hauswirtschaft. Nee, Fingerfertigkeit. Nehme ich. Ein Missgeschick. Auch wenn ihr unterwegs irgendein Bibliothekar hat irgendwie seine Nase in den Büchern und sieht dich dann wohl gar nicht, als du die Treppe dann hochgehst.
Stößt er dich wohl an, aber du kannst das Ganze retten, auch ohne, dass es überschwappt. Derweil in der Nähe vom Horngror-Tempel der Maraskaner. Ihr könnt gerade die letzten paar Grüppchen abstreifen. Schickt sie wohl in Richtung des Boron-Tempels. Da kann man wohl besonders gut die Stille genießen. Das ist etwas, was ich tun würde, ja. Und seid dann wieder alleine irgendwo am Perlenmarkt. Dalan, wollen wir nicht einfach nach dem Weg fragen? Ich glaube, das ist leichter. Nein, ich bin mir sicher, es hieß am Perlenmarkt links. Wir sind noch ein wenig zu weit gelaufen erst. Die müssten hier hinunter. Ich möchte nur zu Protokoll gegeben haben, mein Gassenwissen wäre das eigentlich 2 höher. Ich hatte ihn gesteigert und vergessen, es anzutragen. Ja. Profi. Gebe dir noch ein halbes Stundenglas, dann fragen wir nach dem Weg. Nun gut, was bringt es denn, wenn man sich nicht zurechtfindet? Nicht wahr? Ihr seht das doch genauso. Ich sehe die Magistratin an. Ihr findet euch ja schließlich auch in euren... Naja, Pericum ist schon eine Planstadt, möchte ich fast meinen, oder? Also nicht so durcheinander. Das liegt natürlich auch an den hohen Wänden. Könnt ihr da drüben sehen? Die ist sicherlich 30 Meter hoch, die Wand. Dann seht ihr, die Frau versteht mich. Es dauert eine Weile, um hier Ortskenntnis aufzubauen. Hat sie nicht eigentlich mir recht gegeben? Kommt einfach beide. Hier geht es lang, denke ich. Denkt ihr? Oder dann marschieren wir weiter. Ja, weitere Gassenwissenprobe.